Moin, Herr Wendelheiser hier. Wir haben die Lootbox aus dem Februar. Die ist vorhin bei mir angekommen. Die werden wir jetzt gleich auspacken. Ich zeige euch, was drin ist. Wenn ihr eure eigene Lootbox wollt, in der Beschreibung ist ein Link zu Get Digital. Dort könnt ihr die Lootbox euch dann selber bestellen. Genau. Ich bezahle die Lootbox selber, also kein Product Placement oder ähnliches. Und ich bewerte die Lootbox ganz neutral mit den Sachen, die ich da drin finde. Also ich werde weder bezahlt noch gesponsert von Get Digital. Das werde ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Und jetzt schauen wir mal, was in der Lootbox im Februar so drin ist. So, ja, hier liegt sie jetzt schon vor uns und werde jetzt mal an dieser Stelle öffnen, um mal zu schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, auf jeden Fall immer ein Highlight, wenn die kommt. Freue ich mich mal drauf. So, dann packen wir mal aus. Und ich will mich ja selber auch nicht spoilern lassen. Deswegen machen wir das mal so auf. Und greife jetzt einfach mal rein und schau mal. Hier ist das T-Shirt. Das ist das T-Shirt. Schrödingers Flerken definitely not dead. Sehr gut. Also ein bisschen in Bezug auf Schrödingers Katze. Hier sind noch ein paar Tentakel mit dabei, also ich denke mal, die wird sich weiterentwickeln. Genau. Sehr schönes T-Shirt, gefällt mir sehr gut. Auch die Qualität ist immer bei den T-Shirts extrem gut. Von daher, sehr cooles Teil, auf jeden Fall. Sehr gut. Und allein die T-Shirts plus so zwei, drei Extras lohnt sich für die Lootbox schon. So, was haben wir noch? Wir haben hier wieder so ein paar Kleinigkeiten. Die haben wir in einer kleinen Tüte hier verpackt. Schauen wir mal, was da drin ist in diesem Monat. Ah, ein paar Bonbons. Sogar zwei Bonbons, sehr gut. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, das ist der Inhalt da. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Aufkleber. Bitte keine Werbung einwerfen. auf jeden Fall cool gemacht. Freitag, dem Motto aus Herr der Ringe, You Shall Not Pass. Na, wir haben hier den Gandalf und der Postbote ist so ein böser Drache. Sehr cool. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal unten bei mir im Briefkasten ranklemmen. So, dann haben wir noch einen Button. Und zwar, Gott, ey, welche Figur war das nochmal? Shit. Ich komme gerade nicht drauf. Schreibe ich auf jeden Fall in der Beschreibung unten rein, was das ist. Wie gesagt, die beiden Bonbons hier. Die gucken wir auch mal nachher gleich, wo sie herkommen. Ich würde mal tippen, das sind russische Bonbons. Also zumindest ist da so ein bisschen kyrillisch, also keine Schrift drauf. Und, hier. Das ist noch so ein Rubbellos. Und da ist es. Unter allen Lootern in diesem Monat verlosen wir ein riesiges Premium-Schachset von Star Wars und Wert von über 500 Euro. Rubbel das Feld auf der Vorderseite frei, wenn du gewonnen hast, steht dort, du hast gewonnen. In allen Fällen hast du leider nichts gewonnen. Okay, wir gucken mal. Es gibt sogar einen Trostpreis, okay. Wir rubbeln das mal frei, ich muss mal gucken, ob wir das... Wir rubbeln das mal diesen Button frei. Ha, vielleicht haben wir ja gewonnen, ehrlich. Das ist natürlich mega fett, aber ich glaube, die Chancen sind relativ gering dafür. Dass wir ein limitiertes Star Wars Schachset gewinnen. 500 Euro, das ist halt schon mega. Gut, dass das nicht in der Lootbox drin ist, wundert mich nicht. wir holen mal frei. Okay, wieso habe ich das Gefühl, dass du Pech haben wirst? Leider nicht. Leider eine Niete. Schade. Oder verändert sich das? Wir müssen uns Wasser reinlegen. Okay, also das limitierte Schachset haben wir leider nicht gewonnen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Wir packen mal weiter aus. Oh! Eine Mütze. Thinking, please wait. Steht hier drauf. Können Sie mal aufsetzen. Mal gucken, ob sie passt. Hey, die Mütze gefällt mir. Die ist wirklich cool. Läuft. Sehr cool. Sehr coole Mütze auf jeden Fall. Thinking,
die ist euch. So, was haben wir denn hier noch? Ah, es gibt einen Bonuscode. Und zwar, du suchst eine epische Quest mit spannenden Aufgaben und eine Chance auf nerdige Preise. Sherlock ist dein zweiter oder sogar erster Vorname. Dann bist du genau richtig. Unser jährliches Osterrätsel ist eine der größten Herausforderungen, die die Nerdwelt zu bieten hat. Stell dich über 50 Fragen zu verschiedenen Nerd-Themen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir nerdige Preise. So ein nächstes Rätsel und so weiter und so fort. Mit dem Bonuscode kannst du während des Rätsels schnell vorankommen. Er erlaubt dir, die Beantwortung einer weiteren Frage zurückzustellen. Okay, also hier ist halt nochmal dann der Bonuscode, würde ich hier jetzt stehen an dieser Stelle. Osterrätsel 2020. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Dann haben wir Justice League Minifiguren. Also ein paar schöne Minifiguren, die packen jetzt auch mal direkt aus. Gut, dass wir Messer dabei haben. Damit geht es nämlich ein bisschen einfacher. So, was haben wir hier? Oh, wir haben, ich glaube, es ist Wonder Woman. Die müssen wir, glaube ich, mal zusammensetzen. Sieht zumindest nach Wonder Woman aus. Das ist die kleine Figur. So sieht sie aus. Und zwar haben wir hier noch aus Thor so ein Vinyl Bobbyhead. Und diese Figuren, das sind aus dem Thor-Universum, können halt mit enthalten. Die packen wir jetzt mal aus und schauen mal, welche wir bekommen haben. Gut, warum das jetzt im Plastik drin ist, weiß ich nicht. Hätte man sich vielleicht auch sparen können. So, packen wir sie mal aus und gucken mal, welche. Noch mehr Plastik, okay. Warum? Warum so viel Plastik? Ich bin mir nicht sicher, wer das ist. Steht hier unten drauf. Aber gut, das ist aus dem Marvel-Universum, aber ist halt so ein kleiner Wackelkopf. Der im Kopf wackelt. Ja, ist auch so eine nette Kleinigkeit. Das ist 1 von 24, aber welcher ist das? Steht nicht mit dabei. Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, wer das da unten, wer das ist. Wer ist das hier? Helft mir. Help. Send help, please. Okay, also das Thema der Lootbox ist, glaube ich, Star Wars. Glaube ich, was ist denn das? I am Darth Vader Apron. Ist das? Ah, das ist eine Kochschürze, glaube ich, oder? Dunkle Farben separat, war schon vor dem ersten Mal die, ist das eine Kochschürze? Ist das eine Darth Vader Kochschürze? Wir schauen. Dass man die Dinger auch nie aufkriegt. Ne? Also ist eine Kochgrillschürze, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Oh, wir haben übrigens noch mehr, sehe ich gerade. Das war noch nicht alles. Aber es sieht mir ganz nach einer Kochschürze aus. Okay, ich würde sagen, es ist definitiv eine Kochschürze. Sehr gut, Kochschürze können wir immer gebrauchen, also von daher eine coole Sache. So, also eine Sache haben wir noch. Und zwar das hier. Und zwar ist das ein Holzschild. Ein Holzschild aus dem Herr der Ringe. Zumindest sieht das so aus. No admittance except on a party business. Ist auf jeden Fall hier so ein Holzschild, was man sich irgendwo drüber hängen kann. Und wir schauen natürlich gleich mal rein, was wir denn da so alles in der Lootbox hatten in diesem Monat. Also das ist dieses wunderbar fantastische Holzschild. Ich denke mal, das macht sich auf dem Balkon oder an der Haustür ganz gut. Aber ich denke mal, auf dem Balkon werde ich dafür schon einen schönen Platz finden. Und jetzt schauen wir mal, was in der Box in diesem Monat so alles drin war.
Also, die wunderbare Mütze, die kostet 14,95 €. Thinking, please wait. Dann haben wir das Neumindens Holzschild für 12 €. Und ja, kommt aus den Hobbits und genau. Dieses berühmte Holzschild ist jedem Fan von Tolkiens Meisterwerk bekannt. Es hing einst an der Zaunpforte von Beutelsend. Von jetzt an ist es für deine Tür bestimmt. Okay, also es hing an der Zaunpforte. Dann haben wir das T-Shirt Schrödingers Flerken. Und zwar das, dieses hier unten für 18,95 €. Es ist ein Crossover-Shirt, in dem man den Flerken aus Captain Marvel in Erwin Schrödingers berühmten Katzenexperiment sieht. Zeichnung von Carlo Nerne. Genau, eine von vier Star Wars Kochen, die sehen zur Auswahl gab, ist die Kochschürze Darth Vader oder das R2-D2-Design oder die, ein Set Ofenhandschuhe in Form von BB-8 aus den niedlichen Porks sind nun dein. Ja, die Küchenhandschuhe, also die Ofenhandschuhe wären natürlich cool gewesen, denn ich habe nämlich noch keine. Aber die Kopfschütze ist halt auch mega gut, von daher eine wirklich coole Sache. Nerdige Aufkleber, keine Werbung einwerfen, für 1,45 €. Der ist halt auch schon mega cool. Und die Mystery Mini zu Thor Ragnarök, da kostet, Moment. Ah, das ist die Vinyl Bobblehead, ich wollte gerade sagen. Das hätte mich gewundert, wenn diese ganz kleine Minifigur, also die Figur ja. Ist das, Moment, ist das der Hulk vielleicht? Das ist der Hulk, oder? Aber wie heißt der Typ? Schreibt mal gerne unten in die Kommentare rein, wie er heißt. Ich komme gar nicht drauf. Ich glaube, das ist der Hulk. Bin mir nicht alles durch. 96. Der Button, ach, das ist das Purpurnen-Tentakel. Der Button ist das Purpurnen-Tentakel. Und Uso-Bonbons, ach, sie sind aus Griechenland. Ah, okay. Das sind Uso-Bonbons. Hm. Leckere Bonbons und den Geschmack des griechischen Nationalgetränks. Okay. Und die Justice League Minifiguren, davon kostet eine 2,95 €. Und das war übrigens das Lootbox Upgrade. Das habe ich jetzt diesen Monat nicht genommen. Da waren die Turtles mit drin. Zwei Metal Diecast Figuren aus dem Turtles Universum. Und 4 Zoll Retro Optik aus der Serie der 90er Jahre. Ja, okay. Und im nächsten Upgrade. Also das Lootbox Upgrade aus dem März enthält dann etwas aus dem Rick and Morty Universum. Genau. Ja, das war die Lootbox aus dem Februar von Get Digital. Da waren auf jeden Fall ein paar coole Sachen mit dabei. Ja, das war das Get Digital oder das war die Get Digital Lootbox aus dem Februar 2020. Da waren auf jeden Fall ein paar coole Sachen mit dabei. Die Kochschürze ist halt wirklich extrem cool. Gefällt mir sehr gut. Und ja, man muss aber dazu sagen, es ist immer so, eine Lootbox ist wirklich immer so, das ist richtig krasses Zeug drin. Und dann gibt es immer so eine, die so ein bisschen schwächer ist. Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Je nachdem, was man so mag, wie das für das T-Shirt, die Mütze, das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Oder auch die Kochschürze. Von daher bin ich sehr zufrieden mit der Lootbox aus dem Februar. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und vielleicht kann ja auch der eine oder andere die Frage beantworten, ob der Vinyl Bubblehead hier, ob das wirklich der Hulk ist. Beziehungsweise, wie heißt nochmal, wie heißt denn der Hulk? Also wie heißt der Mensch, der sich in den Hulk verwandelt? Ich komme gar nicht, das schreibt es. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und jetzt bekommt ihr noch, so zum Ende des Videos hin, seht ihr da noch einmal das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und auf dieser Seite schlägt euch der YouTube-Algorithmus ein Video vor, was ihr euch anschauen könnt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Metal.